Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen in der Welt der Pokémon. Die Galar-Region ist ein wunderbarer Ort voller unberührter Natur und bezauberter Städte. Ein fantastisches Fleckchen Erde, auf dem wir in Einklang mit zahlreichen Pokémon leben. Und genau um diese Pokémon geht es hier. Wundersame Lebewesen, die aus unserem Alltag gar nicht mehr wegzudenken sind. Ob in den Tiefen des Meeres, den Weiten des Himmels oder den Häuserklüften der Städte. Pokémon leben überall um uns herum. Manche Menschen wetteifern miteinander, indem sie die Pokémon, die sie trainieren, im Kampf gegeneinander antreten lassen. Wir kennen sie als Pokémon-Trainer. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Rose. Und ich darf Ihnen nun den allerstärksten Pokémon-Trainer von Galar präsentieren. Es ist Zeit für einen Schaukampf unseres Champs, Ilion! Verabschiede dich schon mal von deinem Spitznamen Delion, der Unschlagbare. Ha! Was hättest du wohl gern? Ich verliere nie! Glurak, Dynamax! Pokémon Schwert. Hallo, ich bin's. Jemand zu Hause? Hey, Wolfen, was hast du denn da? Ist das das neue Smartphone? Sehr cool. Hast du dir den Schaukampf von meinem großen Bruder darauf angeguckt? Hoffentlich hast du auch seine Glurak-Pose mitgemacht, um ihn anzufeuern. Ah, was machst du denn hier, Hop? Ist heute nicht der große Tag? Genau, heute ist es soweit. Ich wollte nur noch schnell Wolfen abholen. Das Match kann er sich ja später noch ansehen. Ich nehme sowieso alle Kämpfe von meinem großen Bruder auf. Also lo, komm, lass uns gehen. Ach ja, und denk an deinen Beutel. Wir stauen bestimmt dein Mitbringsel ab. Ich warte draußen auf dich. So, und damit herzlich willkommen bei Pokémon Schwert, meiner Challenge. Challenge, ganz einfach, hatte Bock drauf, darum machen wir es. Laufen wir so. Ich darf nicht überleveln, muss Trainern aus dem Weg gehen, außer meine Pokémon sind sie wirklich um 5 bis 6 Level drunter dem normalen Level, dann darf ich mich hochleveln. Sonst da, ganz einfach, mein Starter-Pokémon darf ich behalten. Andere Pokémon darf ich im Grunde nicht fangen, außer ich wechsle im Endeffekt die Route, sprich, jede neue Route kriege ich ein Pokémon, das ich aber bei mir fange und bei Wundertausch tausche. Und was da halt rauskommt, das gehört halt mir. Außer ich kriege eins doppelt. Wenn ich eins doppelt bekomme, darf ich das wieder weiter tauschen, bis ich eins bekomme, was ich noch nicht habe. Logischerweise, Pokémon, die sterben, sind tot. Und ja, was noch? Tränke darf ich benutzen bei den Hauptkämpfen jedes Mal 3. Aber auch kategorisiert, also in den Hauptkämpfen, also zum Beispiel die Pokémon-Liga, darf ich 3 Tränke nutzen pro Kampf, aber nur einen Supertrank. Sprich, ich kann mich entscheiden, 3 Tränke oder einen Supertrank. Mal schauen. Wird sicher lustig werden, ich werde sicher gleich drauf gehen und es ist alles vorbei, aber mal schauen, wie es laufen wird. Wenn alle meine Pokémon natürlich Game Over sind, dann ist das Spiel natürlich vorbei. Mal schauen, wie weit wir es schaffen. So, und jetzt genug geschwaffelt. Lass uns loslegen.
Wow, was ist das denn für ein Beutel? Einen größeren hattest du nicht gefunden, was? Aber wenn mein Bruder uns extra große Pokémon schenkt, bist du dann damit natürlich fein raus. Schau mal, ein Wolli, was machst du denn? Was macht es denn da? Sich in den Kopf stoßen, eindeutig. Lass mal schön den Zaun in Ruhe, der hat dir doch nichts getan. Außerdem fängt da hinten der Schlummerwald an. Mit dem Pokémon dort ist nicht zu spaßen. Wolli! Hoffentlich hat es das begriffen. Aber jetzt zu uns, Wulfen. Lass uns ein Wettrennen machen. Wer zuletzt bei mir zu Hause ankommt, ist ein lahmes Viscora. Mit dem großen Beutel auf dem Rücken hast du keine Chance gegen mich. Naja. Also sag, ich freue mich echt auf die Challenge. Auf das Einzige, auf was ich mich nicht freue, ist Hop Hop. Ist einfach nur... Bleh. Die Wissenschaft kennt keine Grenzen. Man kann jetzt mit anderen Leuten kämpfen, austragen und Pokémon tauschen, indem man einfach nur durch die Gegend spaziert. Ist das nicht der Hammer? Ja, ja. So, ich muss zu Hop nach Hause zuerst, ne? Ich bin wieder da, Mom. Hallo, Hop. Oh, und Wulfen ist auch dabei. Wie schön. Hey, Moment mal. Wo ist Delion? Dein Bruder ist noch nicht da, wie du siehst. Du und deine Ungeduld, Hop. Aber sein Zug sollte jede Minute am Bahnhof von Brassbury ankommen. Aha, dann gehe ich ihn besser abholen. Delion hat einen schrecklichen Orientierungssinn. Bei ihm weiß man nie, ob er den Weg findet. Da hast du leider recht. Wenn du ihn abholen könntest, hätte ich eine Sorge weniger, Hop. Du hast meinen großen Bruder immer noch nicht kennengelernt, stimmt's, Wulfen? Das müssen wir unbedingt ändern. Komm, lass uns zusammen nach Brassbury gehen. Ich warte draußen auf dich. Ja, ja. Hat immer Hummel hinter der Typ. So, hier gibt's da wohl am Anfang eh noch nichts, was ich weiß. Ich werde natürlich die meisten Sachen lesen, weil kann ja nebenbei auch als Let's Play gelten, aber primär ist es eine Challenge. Also, keine Ahnung, ob wir das Spiel beenden. Alles startklar, dann los! Aber pass auf, dass du dem hohen Gras nicht zu nahe kommst, okay? Wie du weißt, streunen dort lauter wilde Pokémon rum. Ich habe ja zum Glück meinen Wolli, falls mich eines der wilden Pokémon angreifen sollte. Aber du bist völlig wehrlos, weil du noch kein Pokémon hast. Also bleib weg vom hohen Gras. Ja, ja. Gehen wir schon hin. So, jetzt zum Beispiel Route 1. Ein Pokémon. Also eins gehört schon mal mir. Gehen wir meinen Bruder abholen. Der Bahnhof ist gleich da vorne. Aber natürlich random, was der Wundertausch so hergibt. Ich krieg sicher irgendwas Schlimmes. Aber egal, sehen wir dann. Hallo Brassbury, euer Champ Delion ist wieder hier. Was für ein Empfang, das gibt mir neue Kraft für meinen nächsten Kampf. Der Champ, er ist wirklich. Delion ist hier, du und dein Glurak, ihr seid einfach unschlagbar. Danke, danke. Trainiert ihr auch fleißig euer Pokémon? Ich zähle fest darauf, dass ihr mich eines Tages zum Kampf herausfordert, um mir meinen Titel streitig zu machen. Na klar, ist doch Ehrensache, du bist schließlich unser Vorbild. Wir sind fleißig am Trainieren. Genau, aber so stark wie dein Glurak werden meine Pokémon bestimmt nie. Mein Glurak ist sehr mächtig. Das ist wahr. Aber auch andere Pokémon haben ihre ganz eigene Stärke. Und genau deshalb will ich gegen die allerbesten Trainer unter euch kämpfen. Mein Wunsch ist es, dass die Trainer Galas aneinander wachsen. Ich will, dass ihr alle gemeinsam wahre Stärke erlangt. Hey, Bruderherz! Wenn das mal nicht mein großer Fan ist, der mich da abholen kommt. Lass dich ansehen, Mann, bist du groß geworden. Das sind gut 3 cm mehr. Gut geraten, deinem Blick entgeht wirklich nichts.
aber das wundert hier sicher keinen. Und wem gehört dieses leuchtende Bauaugen? Halt, sag nichts. Pop hat mir schon allerhand von dir erzählt. Du musst Wulfen sein. Ich bin Deleon, der amtierende Champ und somit der allerbeste Trainer Galars. Meine Fans nennen mich deshalb auch Deleon, der Unschlagbare. Wie du vielleicht schon gemerkt hast, bin ich außerdem ein riesiger Glurak-Fan. Genug gequatscht, ihr zwei. Jetzt machen wir erstmal ein Wettrennen. Bis zu uns nach Hause. Pop und seine Wettrennen. Immer muss er sich mit anderen messen. Wenn er doch nur einen ebenbürtigen Rivalen hätte, das würde ihm bestimmt dabei helfen, sein Potenzial voll auszureizen. So, Freunde, ich muss weiter. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, it's Champ Time! Der lässt mir einfach da stehen erst. Wiesling! Jetzt spann uns nicht länger auf die Folter. Bruderherz, wo ist das versprochene Geschenk? Oder hast du das etwa vergessen? Keineswegs. Ich bin ein Mann meines Wortes. Wenn ihr die Allerbesten sein wollt, braucht ihr auch die allerbesten Pokémon. Ich will, dass ihr stark werdet. Deshalb habe ich mich auch nicht lumpen lassen. Los, meine Kleinen, zeigt den beiden, was ihr drauf habt. Das Pflanzen-Pokémon Chimpe. Das Feuer-Pokémon Hoplo. Das Wasser-Pokémon Memeon. Genug gespielt. Kommt bitte mal alle her. Und für welches Pokémon entscheidet ihr euch? Naja, gute Frage. Wähl du zuerst. Ich habe ja schon meinen Wolli. Also, bei meinem Hauptspiel, also bei meinem Schild, habe ich Memeon genommen. Freundin hat damals Chimpap genommen. Dann nehme ich dieses Mal Hoplo. So, fast Kamera vergessen. Ich nehme Hoplo. Hoplo ist ein Pokémon von Typ Feuer. In ihm brennt die Flamme der Begeisterung. Entscheidest du dich für das Feuer-Pokémon Hoplo? Ja. Du hast dich für Hoplo entschieden. Nö. Wer weiß, ob es überlebt. Ah, du hast dir also Hoplo ausgesucht. Gute Wahl. Dann entscheide ich mich für Chimpap. Du bist ab sofort mein Partner. Wir werden uns beim Training so richtig reinhängen, okay? Ich will nämlich der nächste Champ werden. Das schlimmste Pokémon aller Zeiten, Wolli. Das habe ich mir schon gedacht, Hop. Deshalb habe ich nicht nur dir, sondern auch Wulfen ein Pokémon geschenkt. So könnt ihr miteinander wetteifern. Das ist die beste Methode, um stärker zu werden. Wer weiß, vielleicht schafft ihr es ja, irgendwann so gut wie ich zu werden. Oh, das Memeon ist ganz traurig. Und du kommst mit mir, kleines Pokémon. Du und Glurak werdet hoffentlich gute Freunde. Es ist strikt und stark, aber es hat ein gutes Herz. Mir fällt gerade an, er wird nachher richtig übelst, hat ein Wasser- und ein Feuer-Pokémon. So, jetzt wird aber erstmal gegessen. Für eure Pokémon ist natürlich auch gesorgt. Yeah, Futter. Ist er bei mir? Ja. Überhaupt nicht verfressen mit zwei Spießen rumrennen.
am nächsten Tag. Gib's zu, Haupt. Du bist gestern bestimmt bis in die Puppen wach geblieben, um mit deinem neuen Pokémon zu spielen, stimmt's? Ich wette, ihr kommt schon richtig gut miteinander aus. Und ob, Bruderherz, Wolf und Hoplo haben sich auch schon angefreundet. Sehr schön. Gegenseitiges Vertrauen ist das A und O für einen Trainer und seine Pokémon. Behaltet immer den Glauben aneinander, gebt nie auf und kämpft, kämpft, kämpft. Nur dann werdet ihr irgendwann zu meinen würdigen Rivalen. Hallo, was schaust du ihn denn dabei an? Wenn hier jemand ein Rivale wird, dann ja wohl ich. Na warte, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Ab heute sind Wolf und ich Rivalen. Im Kampf darum, wer dein Rivale sein darf. Jetzt sind wir waschechte Trainer, aber wie du weißt, werden Pokémon nicht von allein stärker. Das heißt, wir müssen unsere Pokémon trainieren und mit ihnen Kämpfe bestreiten. Moment mal, ob ihr es verdient habt, euch waschechte Trainer zu nennen, entscheide ich. Und um das herauszufinden, will ich, dass ihr gegeneinander kämpft. Wie sieht's aus? Bist du bereit für den ersten richtigen Pokémon-Kampf deines Lebens? Oh. Glaubt an eure Pokémon, schließt sie ins Herz und sorgt euch immer gut um sie. Irgendwann entwickelt ihr dann ein Gespür dafür, welche Attacke das Beste aus ihnen herausholen. So machen Kämpfe auch gleich viel mehr Spaß. Seid ihr und eure Pokémon bereit für den Kampf? Dann lasst es mal krachen. Ich habe jeden einzelnen Kampf meines Bruders gesehen. Ich kenne alle Zeitschriften und Bücher, die er in seinem Zimmer hat, in- und auswendig. Mir macht keiner was vor. Ich weiß genau, wie man einen Pokémon-Kampf gewinnt. Ich glaube nicht, dass er Chance hat gegen mich. Auf in den Kampf! Ich habe schon zwei Pokémon! Nur wenn du zwei hast, bist du trotzdem stärker. Toll. Na gut, dann deck. Also viele Möglichkeiten in dem Fall gibt es ja noch nicht. Ach so, und das ist klar, also ich darf zwar natürlich logischerweise das Training Center benutzen, aber ich darf nicht jedes Mal bei jedem Fight vor, zurück, also nutzen, Weg gehen und dann, wenn es so ist, wenn ich wieder ins neue Gebiet komme, darf ich wieder nutzen. Ja. Nicht so schnell, ich habe noch ein Ass im Ärmel. Ein Chimper rennt täglich der Lodion. Weißt du etwa schon Bescheid über die Stärken und Schwächen der Pokémon-Typen? Ja. Zumindest über den Teil. Das hat aber doch ganz schön gezogen. Das wär's. Hoppla, jetzt dort Challenge vorbei. Das käme gut. Ich hatte zwei Pokémon dabei und hab trotzdem verloren. Du und Hoplo seid echt krass. Naja, easy. Wow, du bist unglaublich. Jetzt weiß ich, warum mein Bruder nicht nur mir, sondern auch dir ein Pokémon geschenkt hat. Was für ein packender Kampf. Um ein Haar hätte ich Glurak rausgelassen und selbst mitgekämpft. Ihr habt euch großartig geschlagen und eure Pokémon waren auch einsame Spitze. Aber jetzt mache ich sie erstmal wieder fit. Sie sind beschimpft, Chef. Du hast echt allein geholfen. Deshalb würde ich dich gerne um etwas bitten. Ich will, dass du Hops Rivale wirst, damit ihr einander wachst und gemeinsam stark werdet. Ich will noch viel, viel stärker werden. Was sagst du, Bruderherz? Bin ich bereit für meinen ersten Arena-Kampf? Ha! Du machst wirklich keine halben Sachen. Du willst also an der Arena-Challenge teilnehmen, im größten Turnier Galars? Wenn das so ist, dann solltet ihr euch zuallererst mehr Wissen über Pokémon aneignen. Vor allem du, Wolf. Ich schlage vor, ihr besorgt euch einen Pokédex. Ein Pokédex wird euch helfen, die Stärken und Schwächen eurer Pokémon zu verstehen. So gesehen ist ein Pokédex nicht bloß mit Daten, sondern auch mit der Liebe eines Trainers zu seinem Pokémon gefüllt. Versteht ihr? Wenn mein Bruder sagt, dass echte Trainer sowas brauchen, dann ist das auch so. Schauen wir gleich im Pokémon-Labor vorbei, um einen Pokédex abzugreifen, Wolf.
Ich mag deinen Enthusiasmus, Hopp. Okay, ich sag der Professorin Bescheid, dass ihr kommt. Mein Traum ist es, der nächste Champ zu werden. Den Pokédex kriege ich mit links voll vollständig. Man wird sich noch lange von meinen Daten erzählen. Die Legende von Hopp beginnt hier. Du solltest noch deiner Mutter Bescheid sagen, dass wir uns einen Pokédex holen gehen. Mach es. Ich renn zu meiner Mama. Ja, oder auch nicht. Hey, was war das gerade für ein Geräusch? Hast du das auch gehört, Wulfen? Mehr oder weniger? Oh nein, das Tor ist offen und das Wohl ist spurlos verschwunden. Also ein Pokémon darf ich schon haben, ne? Es hat vorhin doch immer wieder versucht, das Tor einzurennen. Sag mir bitte nicht, dass es da reingerannt ist. So ein Mist, da ist doch eigentlich Zutritt verboten. Als die Enkelin der Professorin noch klein war, ist sie im Wald angeblich mal in ernsthafte Schwierigkeiten geraten. Ihre Großmutter muss sie danach wohl ordentlich zusammengestaucht haben. Was machen wir jetzt, Wulfen? Warten wir das Pokémon, logischerweise. Ich wusste, dass du das sagen würdest. Klar, eigentlich ist hier Zutritt verboten. Aber das zählt ja wohl eindeutig als Notfall. Da hilft nur eins, Augen zu und durch. Komm, Wulfen, jetzt wird rangeklotzt. Also ein random Pokémon habe ich schon mal. Wir Route 1. Was willst du? Ja, du bist nur reden, gut. So. Schlummerwald. Zwei random Pokémon. Hallo, Wally. Mist. Wo ist es bloß hin? Oh Mann, und jetzt verdichtet sich auch noch der Nebel. Wenn wir das Pokémon nicht bald finden, haben wir ein Problem. Rappel. Los, hoppla. Solche Kämpfe weiche ich logischerweise nicht aus, weil die waren nicht ausreichend. Habe ich eigentlich schon Pokéball? Ja, würde ich dir schon mal kaufen zum Traden. Nope. Pleite. Gut. Geht es deinen Hoplock gut? Komm, ich mache dich schnell wieder fit. So, das war's schon. Weiter geht's. Jetzt wird dran geklotzt. Ein Fight und wird schon wieder geheilt hast. Och. Nicht ausweichbar. Macro. Schau, Micro. Also ich bin mal ehrlich, also in den ersten ein, zwei Folgen werde ich wahrscheinlich kein Pokémon verlieren. Dann könnte es wohl passieren. Mal schauen. Sehen wir dann. Hast du das eben auch gehört? War das ein Pokémon-Ruf? Nächste Ruffer. Folge werde ich dann auch noch ein paar Sachen einstellen, wie zum Beispiel, dass die Kampfanimationen aus sind und so weiter, dass es einfach schneller geht. Weil im Endeffekt soll es ja eine Challenge sein und nicht ein Let's Play. Obwohl wir es natürlich als beides benutzen können im Großen und Ganzen. So. Heilung, Wulfen! Ich mache mir riesige Sorgen um Wally. Ja, dem wird schon gut gehen, keine Sorge. Ich mache mir eher Sorgen um dich, wo bist du?
Ganz schön nebelig hier. Dieser Nebel gefällt mir gar nicht. Man könnte fast meinen, der Wald will uns hier rausekeln. Was ist das? Das nennt man ein Seychell. Ah, den Kampf können wir ja im Grunde nicht gewinnen, das wisst ihr. Was zum? Der Attacke war völlig wirkungslos. Ah, ist ein Klut. Uff, jetzt kann ich gar nichts mehr sehen. Alles in Ordnung bei dir, Wolfen? Alter, ich bin blind. Ich sehe überhaupt nichts. Uah! Fiesling. Gemeines Pokémon. Und ich mache natürlich ein Nickerchen, ist auch klar. Hopp, Wolfen! Dedeon, wie hast du uns gefunden? Ich meine, du verläufst dich doch sonst bei jeder Gelegenheit. Das ist nicht witzig. Ihr könnt von Glück reden, dass ich euch gefunden habe. Ihr seid ewig nicht aufgetaucht. Da musste ich euch einfach suchen gehen. Ich habe mir wahnsinnig Sorgen gemacht. Da fällt mir ein, was ist eigentlich mit Wally? Es hatte sich im Wald verlaufen und wir wollten es retten. Deswegen sind wir überhaupt hier. Bonnie. Dem geht's gut, wie ihr seht. Aber als ich hier ankam, wart ihr alle bewusstlos. Hört mal, auch wenn das Ganze eine Rettungsaktion war, ihr wisst, dass ihr den Wald nicht betreten dürft. Einfach loszustürmen, ohne mir Bescheid zu sagen, wäre verantwortungslos und gefährlich. Aber gleichzeitig habt ihr auch eine Menge Mut bewiesen. Das muss ich euch lassen. Ja, zum Glück ging alles nochmal gut aus. Dieser wahnsinnige Nebel war ja noch harmlos, aber der Kampf gegen dieses abgefahrene Pokémon hätte auch anders ausgehen können. Naja, Ende gut, alles gut. Moment, welches abgefahrene Pokémon? Das hättest du mal sehen sollen, Dedeon. Es hatte eine unglaubliche Ausstrahlung. Unsere Attacken hatten gar keine Wirkung. Es war, als würde alles durch es durchgehen. Die Attacken sind durch es durchgegangen? Im Schlummerwald soll es tatsächlich ein merkwürdigeres Pokémon geben. Aber habt ihr es wirklich gesehen oder war das nur eine Illusion? Ich hoffe, dieses Erlebnis hat in euch den Wunsch geweckt, stärker zu werden. Vielleicht schafft ihr es dann eines Tages, das Geheimnis des Waldes zu lüften. Aber jetzt sollten wir erstmal wieder umkehren. Keine Sorge, ich werde dafür sorgen, dass ihr hier sicher wieder rauskommt. Die ja ohne Orientierung sind. Dedeon hat uns zwar eine kleine Standpauke gehalten, aber das war mir dieses Abenteuer absolut wert. Das wird ein weiteres spannendes Kapitel in der Legende von Harp. Bevor wir nach Brassbury gehen, solltest du aber noch deiner Mutter Bescheid sagen. Nicht, dass du zu Hause noch Ärger bekommst. Eine Standpauke pro Tag reicht dicke. Und bevor wir uns die Steinbauke kassieren, machen wir für heute Schluss. Dies war das erste Kapitel. Nächsten Freitag kommt das zweite. Da werden wir dann auch endlich Pokémon organisieren und fangen und vielleicht auch draufgehen. Mal schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.